Es ist 21 Uhr. Adventure-Zeit auf dem Konfi-Kanal. Herzlich willkommen zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Wir sind wieder hier, wo wir die letzte kleine Szene gesehen haben. Ich bin aus dem Spiel rausgegangen. Zum Fortsetzen hat es mich jetzt wieder hier reingeschmissen. Ich habe mal kurz grob geguckt, wo wir hin müssen. Und ich sag mal so, wir waren schon viel zu weit. Aber nun gut. Ich habe auch festgestellt, dass ich in meinen letzten beiden Parts bei meinem Mikrofon so ein leises Säuseln, Quietschen im Hintergrund habe. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Habe ich nicht gewusst. Wird wahrscheinlich so sein, dass es jetzt noch ein paar Parts so sein wird. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Weil ich mir dann erst ein neues Mikrofon holen werde. Ja, jetzt sind wir wieder hier unten, aber soweit ich das in Erinnerung habe, ist es auch schon ein bisschen her, dass ich das nachgeguckt habe, müssen wir wieder zurück und so müssen wir dann doch oben in den Wald hinein. Ja, wie ich schon das letzte Mal erwähnt habe, einen kleinen Wink mit dem Zaunfall hätte das Spiel einem schon geben können, wenn man eine bestimmte Zeit lang irgendwie rumherirrt und nicht weiterkommt. So nett hätte man schon sein können, aber nun gut. So kann es schon ab und zu noch ein, zwei Mal vorkommen, dass ich ein bisschen rumirre und dass wir nochmal irgendwo, beziehungsweise dass ich nochmal irgendwo nachgucken muss, was suchen muss, wo es denn weitergeht. Ja, und genau, zu dieser kleinen unauffälligen Säule mitten in einem Farnfeld müssen wir hier hin. So viel Viehzeug hier, ah, mag ich gar nicht. Und ja, ab jetzt ist es wieder für mich blind. Ich habe nur geguckt, wo wir hin müssen. Und zwar müssen wir jetzt hier, wie es aussieht. Okay, das ist richtig, das ist richtig. Okay, es muss in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden, wie es aussieht. Gut. Nicht so schwer und... Okay. Was war das? Ist das ein Astronaut? Was macht ein Astronaut hier? Ich meine, würde zwar zum Namen von Spiele-Publisher bzw. Entwickler passen, aber was hat er hier zu tun? Ich folge ihm jetzt einfach mal. Ist er hier hoch? Ja, da ist er. Wo führt der mich hin? Etwa zu Ethan oder irgendwo rechts kam das jetzt her? Da unten steht er. Ich muss den doch einholen, oder? Jetzt sind wir hier wieder in dem Farnfeld. Wieder bei dieser Säule. So, wo ist er jetzt? Ach, dann, okay. Alles gut, ich habe ihn. Nicht schlimm. Da. Was wird das? Was hat der Gute vor? Was will der von uns? Ich hab keine Ahnung. Stop. What the fuck? Okay. Ich denke mal, das soll sein Raumschiff darstellen. Okay, jetzt wird das Spiel doch langsam etwas strange. Und jetzt sind wir hier drin. What the fuck? Das ist ja mal mega komisch. Schöne Aussicht, aber okay, was passiert jetzt? Okay. Ist hier irgendwas? Zur Hölle. Ich bin ja jetzt eigentlich nicht so der Raumschiff, Space, Sci-Fi Typ. Ich hoffe mal, dass wir hier schnell wieder wegkommen. Okay, ist eine Notiz aufgetaucht.
Fangzähne. Die Bestie hatte Fangzähne, war aber schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen wie die anderen davor. Als es nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer brannte. Als das orangefarbene Licht erlosch, nahm ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau, ein helles und reines Blau, das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren. Deshalb verfolgte es es tiefer in den Wald. Das Licht blieb schließlich auf einer Waldlichtung stehen. Die Bestie betrat den Kreis und spürte dabei keinerlei Furcht. Die Bäume wendeten sich der Bestie zu, zeigten wie Nadeln auf sie, doch die Baumwipfel neigten sich in Gruben in den Boden. Die Stämme und Wurzeln wurden in die Luft gehoben und wie Mauern um die Bestie geschlossen. Als der Boden verschwand, begriff die Bestie, dass sie ihre Fangzähne nie wieder benutzen würde. Okay. Ziemlich. Get out of my room, Travis! Stories, stories. Always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Okay, das ist eine Geschichte, die der Ethan geschrieben hat. Und der Travis war auch wieder da. Ist das der Vater von ihm oder der Bruder? Oder irgendwie müssen die miteinander zu tun haben. Das war jetzt das, genau. Und jetzt haben wir hier noch was. Gaylord. Abstruse Geschichten. Da ist das Raumschiff drauf. Yellow Hills of Mars. Wieso steht der Gaylord drauf? Abstruse Geschichten. Amerikas beste Science Fiction. Januar 1964, 40 Cent. Mit Yellow Hills of Mars von Douglas Balding. Sowie Julian West, Michael Arden, Clarence Carlisle und viele mehr. Travis Einstellung, Homo First. Okay, das ist also von Travis. Aber was das jetzt zu bedeuten hat, kann ich auch nicht sagen. Vor allem, jetzt bin ich wieder an dem Ort, wo ich nicht weiß, wie es jetzt weitergehen soll. Ich denke mal, wir schauen uns einfach mal um. Vielleicht finden wir ja noch was Interessantes. Spiel hat zumindest gespeichert. Jetzt sind wir hier in der Nähe von dem Bahnhof rausgekommen. Vielleicht können wir ja jetzt hier uns irgendwas anschauen. Wobei der doch recht verlassen und nichtssagend aussieht. Nein, hier gibt's auch nichts. Ja, hier besteht das Risiko, dass man einfach zu weit rennt und man, wie im letzten Part, und man es überhaupt nicht mitbekommt. Von daher sollte man sich jetzt doch vielleicht etwas mehr Zeit nehmen und sich ein bisschen gründlicher umschauen. Man kann ja jetzt auch nicht unbedingt sagen, in welches Gebiet man jetzt müsste. Hier gab es bloß die beiden. Mal jetzt diese Richtung hier hinten weiter müssen. Hier gibt's nichts zu sehen. Überall haben wir nur Gras. Gras, Bäume und riesige Felsen. Hier ist ein kleiner Weg. Vielleicht führt der uns ja noch irgendwo hin. Was haben wir denn da unten? Ist da eine Höhle? Die haben wir, und es leckt. Die haben wir vorhin zum Beispiel überhaupt nicht gesehen, aber es ist gar keine Höhle, das sah nur so aus. Es sind bloß Steine. Zu früh gefreut. Haben wir hier noch etwas? Nein, auch nicht. Nur gut. Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir nicht so richtig. Man sollte ja wenigstens irgendwo.
That was part of a pattern. Ja, das haben wir ja schon mal gehört. Man sollte pieces of this country were thrown away, doomed to become and then remain the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Man sollte doch zumindest irgendwo einen kleinen Anhaltspunkt bekommen, wo man denn hin muss, in welches Gebiet, und danach kann einem das Spiel ja wieder einen selbst überlassen, aber davor wurde man ja gewarnt. Man wusste quasi, worauf man sich eingelassen hat, und da müssen wir jetzt durch. Ich hoffe aber jetzt nicht, dass ich nach jedem Part nachgucken muss, wo es denn weitergeht. Das würde euch keinen Spaß machen und mir sicherlich auch nicht. Wobei es auch ein bisschen bescheiden ist, wo man jetzt eben in jedem Part 10 Minuten rumlaufen hat oder noch mehr und eben bloß 3 Minuten ein bisschen storymäßig etwas mitbekommt. Freden, ist dieser Turm jetzt noch irgendetwas? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn ich jetzt da hinten wieder über die Brücke gehe, da hinten sehen wir ja die Häuser, wo wir im letzten Part waren, dass das einfach schon viel zu weit ist. Und wenn man irgendwo dann einen Teil überspringt, dann geht die Story ja trotzdem nicht weiter. Es ist ja dann bestimmt nicht so, dass man einfach an dem Punkt irgendwo eine Lücke hat, sondern die ganze Story wird dann bestimmt nicht weitergehen. Aber nochmal irgendwie zurück muss ich doch bestimmt nicht. Das kann ich mir eigentlich irgendwie nicht vorstellen, dass ich jetzt nochmal ein größeres Stück zurück müsste. Ja. Was haben wir hier bei den Containern nochmal irgendwas? Ich glaube es nicht. Ja, ist dann ja für beide Seiten nicht so ganz spannend, aber okay. Vielleicht. Ja, wahrscheinlich müssen wir doch einfach uns nochmal da hinten umgucken. Hier ist die Hütte, wo wir rausgekommen sind, nach dieser Raumschiff-Geschichte. Wir haben die beiden Zettel gelesen. Aber das bringt uns ja jetzt auch nicht weiter. Wie auch immer diese Geschichte von Ethan hier in den Wald kommt. Speichert es nochmal oben, aber das wird nichts zu sagen haben. Mal hier vielleicht die Lichtung nochmal weiter hinauf gucken kann. Jetzt habe ich aber blöde Lecks. Was ist denn das? Ich render doch gar nicht im Hintergrund oder mache irgendwas anderes. Tja. Wir sind bei 13 Minuten. Ich würde sagen, wir gucken dann doch einfach nochmal dahinter mit der Hoffnung, dass wir da vielleicht doch noch etwas finden. Ansonsten, so leid wie es mir tut, werde ich mich dann schon wieder informieren müssen. Das mache ich selber nicht gern. Es gefällt mir selber nicht. Auch wenn das jetzt, wie am Anfang dieses Portals, eben bloß ein kleiner Anhaltspunkt ist. Aber irgendwo möchte man doch alles selber entdecken. Geht den ein oder anderen von euch doch bestimmt genauso, dass man selbst lieber allein diese Fortschritte machen möchte in den Spielen. Und wenn man dafür eben auch ein kleines bisschen an die Hand genommen werden muss, dann ist das nicht ganz so schlimm, als wenn man jetzt stundenlang herumsucht und überhaupt nicht vorankommt. Boah, langsam werden die Lecks aber schon etwas nervig. Und so ein blödes Krisseln meiner externen Festplatte kommt jetzt auch noch im Hintergrund dazu. Das ist ja eher suboptimal. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Entweder muss ich mir dann doch mal einen neuen PC gönnen, neues Mikro oder Headset gönnen. Ich glaube, sollte man mal auf Shopping-Tour gehen. Was haben wir denn hier? Gibt's hier was? Nee, hier können wir bloß nach unten schauen. Hier geht's die Bahngleise weiter entlang. Ich
könnte wetten, dass wir jetzt schon wieder viel zu weit sind. Hier ist sowieso ein Dead End. Hier geht's gerade gar nicht weiter. Tja. Anscheinend kann man bloß hier in den Wald gucken oder man muss wieder über diese Brücke rüber in das Dorf. Bei uns das ja. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt schon hin müssen. Oder etwa doch. Was haben wir denn hier noch für ein kleines Häuschen? Kann man nicht rein? Gibt es hier sonst irgendwie etwas zu entdecken? Außer Lex. Nee. Tja, dann schauen wir doch nochmal hinüber. Laufen nochmal die Staumauer entlang. Und ich hoffe, dass wir dieses Mal da drüben irgendwie weiterkommen. Schauen, ob sich dann irgendwie ein Fortschritt bemerkbar macht. Ansonsten bin ich wirklich ein klein wenig aufgeschmissen. Wenn jetzt irgendwie nochmal eine Szene speichert oder der noch irgendwie was erzählt oder so, dann wüsste ich ja, okay, ich bin hier richtig. Dann wüsste ich, dass ich hier irgendwas machen muss, aber schauen wir doch nochmal in das Hauschen hinauf. Meine externe Festplatte ist auch so schlimm. Wenn ihr auch dieses Rauschen im Hintergrund etwas ab und zu hören solltet, dann tut es mir leid. Weiß nicht, mit den ersten beiden Aufnahmen, mit den ersten beiden Ports kam das, glaube ich, überhaupt nicht. Ja, den Text haben wir ja schon gelesen. Und jetzt haben wir hier wieder diese komischen Türen. Letztes Mal sind wir da so schnell durchgegangen, da stand doch immer noch irgendwas. Zumindest hier. Tauschen. Was soll man denn hier tauschen? Okay, man tauscht die Räume. Ah ne, das war doch jetzt irgendwie Bullshit. Das habe ich jetzt irgendwie den Dachboden da unten hingepackt. Sieht interessant aus, aber hier können wir nichts lesen. Hier können wir auch nichts lesen. Und hier können wir auch nichts weitermachen. Kann man die Räume jetzt nochmal tauschen? Weil vorhin waren die ganzen Türen ja doch. Dann, ah, okay, dann blinkt's noch. Ja, wie ist es richtig, ne? So eventuell. So. Ne. Eventuell. Ja, das hat gestimmt. Jetzt kam hier nicht dieser rote Schein beim Durchgehen, sondern dieser blaue. Das heißt, das war wahrscheinlich richtig. Und jetzt kam hier wieder dieser rote Schein, das heißt, es war falsch. Und jetzt sind wir wieder hier unten an der Haustür. Okay. Gut, dann haben wir es jetzt verschissen, oder wieso ist jetzt dieses Teleport-Dingens schon wieder weg? Oder müssen wir jetzt erst wieder nach oben gehen? Kann sein, so sah das Haus ja dann auch das letzte Mal aus. Dass wir es verschissen haben. Boah, was habe ich mir hier für ein Spiel ausgesucht? Nun gut. Das Haus hilft uns jetzt gerade also wahrscheinlich auch nicht weiter. Ich bin ja gerade schon klein wenig überfragt. Weiß nicht, ob hier in dem Haus noch was
Wir sind doch hundertprozentig schon wieder zu weit. Nun gut. Bevor ich mir dieses Haus auch noch näher anschaue, würde ich mal sagen, dass wir diesen Part hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, dass wir im nächsten Part dann doch endlich mal wieder ein bisschen in der Story vorankommen. Dann bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.